goaldeutschland@goaldeutschland12. Februar 2019 mit dem erfolgreichen FC Barcelona unter Coach Pep Guardiola ging alles los, und danach folgte die Wiederauferstehung des Dauerpressings, das schon die Niederländer in den 70ern und der AC Milan unter Arrigo Sacchi spielten. Dortmund unter Jürgen Klopp und Tottenham unter Maurizio Pochettino nahmen diesen Trend ebenfalls auf und entwickelten ihn weiter. Die Spurs, deren Kader in den letzten Monaten fast unverändert blieb, haben momentan jedoch Probleme, wenn der Gegner auf schnelle Ballgewinne im Abwehrdrittel der Londoner geht. Der große Test für das Team folgt in dieser Woche, denn die junge und dynamische Truppe von Dortmund unter Trainer Lucien Favre stellt sich im Wembley-Stadion für das Duell in der UEFA Champions League vor. Kein Team hatte mehr Ballverluste in der gegnerischen Abwehrzone, die dann auch zu Toren führten, forciert als der BVB in dieser Saison in der Königsklasse, und das dürfte bei Pochettino für Sorgenfalten auf der Stirn sorgen. Spurs ließen die meisten Gegentreffer des Wettbewerbs aus diesen Situationen zu, 3, so dass viel darauf ankommen wird, wie es das Premier League-Team schafft, von hinten heraus zu spielen, ohne die Kugel zu verlieren. Schaut euch das Video mit den genauen Statistiken oben an. Während der Saison 2018-19 präsentieren wir euch mit der Serie Meister der Innovationen die intelligenten Bewegungen der Top-Teams Europas. Punkt. Verfolgt die Serie auf Facebook bei Nissan Football Lab.